Yeah. PM International. So, dann wollen wir mal loslegen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend so zahlreich an unserem Beauty Call teilnimmt. Hintergrund war, wir haben im Februar einen Call gemacht, der auf eine riesengroße Resonanz gestoßen ist und wo relativ schnell die Nachfrage von ganz, ganz vielen von euch da war, ob wir das nochmal wiederholen könnten. Und der Bitte komme ich natürlich sehr, sehr gerne nach. Und ich freue mich jetzt auf eine schöne gemeinsame Stunde mit euch. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise in die Welt der Beauty, der Fitline Skin und der Fitline Med. Und möchte euch mal so ein bisschen meine Lieblingsprodukte vorstellen. Wir haben ja mittlerweile sehr, sehr viele in unserem Sortiment und auch ich nutze sehr viele regelmäßig, aber ich habe natürlich auch so das ein oder andere Lieblingsprodukt und auf diese Reise möchte ich euch heute gerne mitnehmen. Und neben diesen Produkten möchte ich euch natürlich auch zeigen und euch ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr die Fitline-Nahrungsergänzung mit der Kosmetik auch in eurem Business perfekt kombinieren könnt. Denn das ist ja letztlich die Gemeinsamkeit oder das Konzept, das hinter beiden Produktlinien steht, nämlich unser patentiertes, exklusives Nährstofftransportkonzept. Und das zeichnet unsere beiden Produkte aus und oder Produktlinien aus. Und ich weiß ja, dass die meisten von euch mit der Nahrungsergänzung gestartet sind. Das heißt, ihr seid über die Nahrungsergänzung zu den Produkten und auch zu dem Geschäft gekommen und habt dann vielleicht auch schon das ein oder andere Kosmetikprodukt für euch entdeckt. Und ich möchte euch heute einfach mal so ein paar Ideen geben, was für Produkte mehr wir noch im Sortiment haben und wie ihr das auch einfach miteinander kombinieren könnt. So, dann lasst uns einfach mal losstarten. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass die Kernkompetenz, das Gesamtkonzept, was dahinter steht, ist unser Nährstofftransportkonzept. Und mit diesem Nährstofftransportkonzept bringen wir eben die Nährstoffe immer genau dann, wenn sie gebraucht werden, genau dorthin, wo sie gebraucht werden, nämlich auf unsere Zellebene. Und das eben von innen und außen. Und das ist letztlich auch die ganze Idee, die dahinter steht, nämlich dieses Thema Fitness, Schönheit, Wohlfühlen von innen und von außen. Das heißt, über die Nahrungsergänzungsprodukte mit den Fitline-Produkten fühlen wir eben uns fit, voller Energie, besser regeneriert, wir können uns besser fokussieren, besser konzentrieren. Und mit den Kosmetikprodukten sehen wir dann eben auch so aus, wie wir uns fühlen. Und das ist auch etwas, was ich persönlich immer sehr schätze, weil Kosmetik, gerade auch die Fitline Skin und die Fitline Med, für mich persönlich bedeuten auch immer so ein bisschen so dieser Wellness-Gedanke. Also gerade wenn man morgens im Bar steht, seinen Power-Cocktail da stehen hat, dann auch nochmal diese Pflegeroutine dann zu machen mit den Reinigungsprodukten, mit einer Gesichtspflege und dann abends auch vor dem zu Bett gehen. Das ist auch so ein bisschen etwas Gutes für sich tun und zu wissen, dass man sich etwas Gutes tut. Und das macht letztlich einfach Spaß. Und das ist diese ganze Idee dahinter, dieses ganzheitliche Konzept von innen und von außen zu haben. Wir werden ganz oft gefragt, was die Kosmetik denn jetzt so besonders macht und was sie auch von anderen Produkten am Markt abgrenzt. Und da ist die ganz klare Antwort wirklich dieses Thema NTC. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass unsere Haut in drei Schichten unterteilt ist. Wir haben einfach einmal die Oberhaut. Das ist letztlich das, was wir spüren, wenn wir uns über unsere Haut fahren. Wir haben die Oberhaut, die Lederhaut und die Unterhaut. Und an dieser Grenzschicht zwischen Oberhaut und Lederhaut liegt die sogenannte Zellregenerationsebene. Das heißt, hier werden neue Hautzellen gebildet. Die wandern dann durch die gesamte Oberhaut bis zu der Hornzellschicht, das, was wir spüren, und stoßen dort alte, abgestorbene Hautschüppchen ab. Dieser Zellregenerationszyklus, der dauert jetzt in jungen Jahren ungefähr 28 Tage. Das heißt, so einmal 4 Wochen durch hat sich unsere Haut einmal erneuert. Der Haken an der Geschichte, und das ist letztlich auch der Grund, warum wir altern, ist der, dass sich dieser Zellerneuerungszyklus verlangsamt. Das heißt, bereits mit dem 30. Lebensjahr dauert das Ganze nicht mehr nur 28 Tage,
sondern schon bis zu 40 Tage. Und das verlangsamt sich immer weiter und immer weiter. Und das ist letztlich auch der Grund, warum wir altern. Das heißt, die Haut wird anfangen, also sie wird trockener werden, Fältchen fangen sich an zu bilden, es bildet sich eine stärkere Pigmentierung, die Haut wird einfach rauer, sie ist nicht mehr so elastisch, sie ist nicht mehr so fest. Und das alles mündet dann eben in dieser sogenannten reifen Haut. Wir setzen mit unserem NTC jetzt genau an dieser Thematik an, denn die Inhaltsstoffe, wie sie herkömmlicherweise am Markt erhältlich sind, haben einfach oftmals gar nicht die Möglichkeit, in der Oberhaut zur Verfügung zu stehen und dort die Zellen zu unterstützen. Sondern das sind oftmals eben Inhaltsstoffe, die nur im oberen Bereich ihre Resultate zeigen, die manchmal auch gar nicht in die Haut eindringen können und einfach nur ein Gefühl von Pflege, ein Gefühl von Feuchtigkeit geben, aber letztlich keine wirklichen Resultate zeigen. Und wir setzen eben mit unserem Nährstofftransportkonzept da an, dass wir diese Nährstoffe auch tatsächlich unseren Hautzellen in der Oberhaut zur Verfügung stellen und diese eben dort perfekt versorgen. Ein ganz klassisches Beispiel ist Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein Stoff, der körpereigen produziert wird, der sich aber im Laufe des Alterungsprozesses im Körper reduziert. Das ist ähnlich wie das Q10. Und dementsprechend macht es Sinn, und das seht ihr ja auch an ganz vielen anderen Produkten, die am Markt erhältlich sind, Hyaluronsäure auch in Kosmetikprodukten einzuarbeiten, um sie eben von außen der Haut zur Verfügung zu stellen und dadurch das Feuchthaltevermögen in der Haut zu erhöhen. Und das, was wir eben einsetzen, ist eine spezielle niedermolekulare Hyaluronsäure. Das heißt, sie ist, sie hat eine sehr kleine Molekülgröße und ist dadurch eben in der Lage, in die Haut zu penetrieren und dort wie so ein Feuchtigkeitsdepot der Haut zur Verfügung zu stehen. Wohingegen herkömmliche Hyaluronsäure, wie sie oftmals auch aus Kostengründen eben verwendet wird, eben auf der Haut aufliegt, zwar auch ein Gefühl von Feuchtigkeit geben, aber letztlich ist es einfach nur ein Gefühl und keine tatsächliche Pflegeleistung, die dort stattfindet. Und das ist eben etwas, was unser NTC ganz klar leistet. Neben dem NTC haben wir noch einige weitere Besonderheiten, die unsere Produkte auszeichnet. Das ist zum einen, dass wir nach GMP produzieren, das heißt derselbe Produktionsstandard, den auch die Fitline-Nahrungsergänzungsprodukte haben. GMP steht dabei für Good Manufacturing Practice. Das heißt, wir garantieren höchste Reinheit, Qualität und Sicherheit in den Produktionsstandards. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir alle unsere Produkte frei von Paraffinöl produzieren. Paraffinöl ist ein Mineralöl, was in der Kosmetikindustrie sehr, sehr gerne eingesetzt wird, weil es zum einen ein günstiger Rohstoff ist und zum anderen, also ein günstiger Rohstoff im Vergleich jetzt zu natürlichen pflanzlichen Ölen und Fetten. Und zum anderen ist es auch ein Rohstoff, der genau das generiert, was sich viele von uns bei der Nutzung von Kosmetikprodukten wünschen, nämlich ein streichelzartes, weiches Hautgefühl. Und das entsteht eben dadurch, dass sich dieses Paraffinöl wie so ein Film auf die Haut legt und eben dieses streichelzarte Gefühl hinterlässt. Der Nachteil wiederum ist jetzt bei diesem Paraffinöl, dass dieser Film auf der Haut, den könnt ihr euch vorstellen wie so ein Stück Frischhaltefolie. Das heißt, die Haut ist nicht mehr in der Lage zu atmen. Sie kann keinen Wasserdampf mehr nach außen abgeben, wenn da so eine Art Folie auf der Haut liegt. Und das hat eben langfristig zur Folge, dass die Haut einfach nicht mehr atmen kann, dass sie stumpf wird, dass sie fahl wird, dass sie vielleicht auch anfängt, Pickelchen zu bilden. Und von daher haben wir uns eben ganz klar dazu entschieden, keine Paraffinöle, keine Mineralöle in unseren Produkten einzusetzen, sondern stattdessen eben mit pflanzlichen Ölen und Fetten zu arbeiten, die dieses seidig weiche Hautgefühl dann eben auch erzeugen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der oftmals gar nicht thematisiert wird, den ich aber gerade im Kosmetikbereich sehr, sehr wichtig finde, ist die 30-tägige Zufriedenheitsgarantie. Wir werden sehr oft nach Proben gefragt. Klar, das ist etwas, was man aus den Drogerien, auch aus den Parfümerien natürlich gewohnt ist. Wir haben uns jedoch ganz bewusst gegen Proben im Kosmetikbereich entschieden, weil wir der Auffassung sind, dass man mit Proben
nicht wirklich was erreichen kann, wenn man über das Thema Resultate und Wirkung spricht. Also mit einer Probe kann ich allenfalls mal feststellen, wie das Produkt riecht, wie sich es auf der Haut anfühlt. Aber ich habe einfach überhaupt keine Idee davon, ob das Produkt jetzt für mich geeignet ist, für meine Haut geeignet ist, ob ich die Resultate auch wirklich erleben kann, die ich versprochen bekomme. Und deswegen bieten wir eben genau diese 30-tägige Zufriedenheitsgarantie an, weil wir damit letztlich sowas wie eine 30-tägige Probe haben. Das heißt, ihr könnt eurem Kunden wirklich völlig risikofrei das Produkt weiterempfehlen. Der Kunde kann es 30 Tage testen und im Fall der Fälle dann eben nach 30 Tagen das Produkt zurückgeben, wenn er denn feststellen sollte, dass es für ihn nicht funktioniert. Also ihr habt wirklich hier auch mal so einen Zellregenerationszyklus, den der Kunde durchlaufen kann und wo er auch neben diesem ganzen, wie riecht das Produkt, wie fühlt sich das Produkt an, eben auch die Möglichkeit hat zu erleben, was mit seiner Haut passiert. Und das ist wirklich viel wertvoller, als einfach dem Kunden nur eine Probe in die Hand zu drücken. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich weiß, dass ich dem einen oder anderen Fragen auftauchen werden, auch wenn wir jetzt in die Produkte reingehen. Ich möchte euch bitten, wenn sich Fragen ergeben, das einfach in den Chat reinzustellen. Ich werde nachher, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, mal drüber gucken, ob da Fragen dabei sind, die jetzt für die Allgemeinheit von Bedeutung sind. Dann werde ich darauf eingehen. Sollten das spezifische Fragen sein, die vielleicht nur die jeweilige Person betreffen, dann werde ich mich in den nächsten Tagen dann mit derjenigen Person in Verbindung setzen und das Ganze dann eben telefonisch oder per E-Mail beantworten. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn sich Fragen jetzt auch die nächste Zeit ergeben sollten, dann einfach in den Chat reinschreiben und wir schauen einfach später mal rein. Jupp. Ein Thema, was ich vielleicht noch anreißen möchte, was wir relativ oft gestellt bekommen, ist die Frage nach Tierversuchen. Das heißt, werden die Kosmetikprodukte an Tieren getestet? Die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Die deutsche Kosmetikindustrie, und wir produzieren unsere Produkte ja in Deutschland, hat sich bereits 1998 selbst dazu verpflichtet, an Tieren keine Kosmetikversuche zu starten. Seit 2004 ist das in der EU auch gesetzlich verboten. Und seit 2013 ist es auch gesetzlich verboten, in der EU Kosmetikprodukte zu verkaufen, die an Tieren getestet wurde. Das hat ganz einfach den Hintergrund gehabt, weil nach 2004 einige Hersteller auf die clevere Idee gekommen sind, wenn in der EU Tierversuche verboten sind, dann teste ich die einfach außerhalb der EU. Das hat man dann eben außer Kraft gesetzt, indem man 2013 dieses Gesetz geschaffen hat, dass innerhalb der EU komplett keine Kosmetikprodukte verkauft werden dürfen, die an Tieren getestet wurden, ganz egal, ob wir jetzt von der EU oder weltweit sprechen. Also von daher auch hier nochmal das klare Statement. Wir testen die Kosmetikprodukte nicht an Tieren. Wir bekommen auch recht oft die Anfrage, warum wir das dann nicht auf die Produkte draufschreiben oder warum wir damit nicht offensiv werben. Die Antwort ist relativ einfach. Dadurch, dass es eben jetzt schon so lange gesetzlich verboten ist, wäre das eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten, die ebenfalls untersagt ist. Und das ist letztlich der Grund, warum es eben nicht offiziell auf den Verpackungen aufgebracht ist. Gut, dann würde ich vorschlagen, genug der Einleitung. Wir gehen mal in die Produkte rein. Und wie so oft bei meinen Vorträgen starte ich mit zwei vermeintlich einfachen Produkten, die aber tatsächlich zwei meiner Lieblingsprodukte sind, nämlich einmal die Reinigungslotion und einmal das Tonic. Hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass diese beiden Produkte tatsächlich die Basis einer guten und effektiven Hautpflege bilden. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass über den Tag unsere Haut mit sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen hat. Also wir haben einmal die Luftverschmutzung, wir Frauen verwenden Make-up, was wir auf die Haut auftragen. Unsere Haut arbeitet, wir schwitzen auch sehr viel. Das heißt, es setzen sich sehr, sehr viele
Partikel, viele Verschmutzungen auf unserer Haut ab. Und diese müssen eben am Abend, bevor ich einen Serum oder eine Gesichtscreme auftrage, sollten diese Verschmutzungen erstmal runtergenommen werden. Denn wenn ihr das nicht tut und einfach mit einer Creme drüber geht, dann kann zum einen diese Creme nicht effektiv in die Haut einziehen und zum anderen schließt ihr eben auch diese ganzen Verschmutzungen wieder ein und dadurch kann es auch wieder zu Hautunreinheiten, zu Irritationen, zu Rötungen kommen. Also das heißt, es ist wirklich ein immens wichtiger Schritt, dass ihr abends vor dem Auftragen eines Serums oder einer Creme euer Gesicht abreinigt. Genauso verhält es sich am nächsten Morgen. Man mag zwar meinen, dass wenn ich abends das Gesicht gereinigt habe, das am nächsten Morgen noch genauso sauber ist, weil ich war ja nur im Bett gelegen. Aber es ist tatsächlich so, dass nachts unsere Haut auf Hochtouren regeneriert. Wir schwitzen nachts sehr viel und auch das muss am nächsten Morgen wieder runtergenommen werden und die Haut aufnahmefähig gemacht werden für die nachfolgende Pflege. Dafür haben wir zwei Produkte in unserem Sortiment und diese Produkte können auch für jeden Hauttyp verwendet werden. Das heißt also, es ist eine sehr einfache und simple Sache, das auch einem Kunden weiterzuempfehlen, da man hier eben nicht mehr unterscheiden muss, habe ich jetzt einen Kunden mit einer normalen Haut, einer sensiblen Haut, einer unreinen Haut, was auch immer, sondern wir haben ein Produkt für alle Hauttypen. Und der erste Schritt einer effektiven Pflege ist die Reinigungslotion. Das heißt, ihr nehmt euch ungefähr so eine haselnussgroße Menge, es ist ein sehr ergiebiges Produkt, tragt das auf das Gesicht, Hals, gegebenenfalls Dekolleté auf und massiert das eben mit sanften Bewegungen in die Haut ein. Ich sag bei den Schulungen immer so ein bisschen flapsig, seid zart zu euch, behandelt euch gut, also diese Rauf- und Runterbewegungen sollte man vermeiden, die Falten fallen irgendwann von allein in die Richtung. Also das heißt, versucht das Ganze wirklich in sanft kreisenden Bewegungen einzumassieren. Ihr werdet dann merken, wenn das Produkt so ein bisschen stockt und dann nehmt ihr das mit lauwarmem Wasser ab. Das ist der erste Schritt der Reinigung. Der ist deshalb so wichtig, weil wir hier eben Reinigungsinhaltsstoffe haben, die super effektiv diese ganzen Verschmutzungen runternehmen. Wir kriegen dann doch ab und an die Anfrage, ja, reicht das denn nicht, wenn ich meine Gesichtshaut mit Wasser reinige? Das ist ein erster Schritt in der Tat, aber es ist so, dass sich auf unserer Haut sogenannte hydrophile und hydrophobe Stoffe befinden. Das heißt, es gibt wasserliebende und wasserabweisende Stoffe. Und wasserliebende Stoffe werden mit Wasser natürlich abgenommen, aber diese ganzen wasserabweisenden Stoffe, die bekomme ich eben nur über gewisse Reinigungskomponenten runter. Und dafür ist eben die Reinigungslotion gedacht. Das ist ähnlich oder funktioniert ähnlich wie beim Wäschewaschen. Die wascht ihr ja auch nicht nur mit Wasser, sondern ihr gebt ja auch ein Reinigungsmittel dazu. Und genauso funktioniert die Hautpflege auch. Wenn ihr das Ganze ein bisschen intensivieren wollt, dann könnt ihr mal im Drogeriemarkt schauen. Da gibt's so kleine Gesichtsbürstchen. Dann geht ihr genauso vor. Das heißt, ihr tragt das Produkt erstmal großflächig auf die Haut auf und massiert dann mit diesem Gesichtsbürstchen dann eben noch ein bisschen nach. Hat den zusätzlichen Vorteil, dass dadurch noch eine gewisse mechanische Reibung entsteht, die zum einen abgestorbene Hautschüppchen eben super effektiv abnehmen und die Durchblutung der Haut wird auch einfach nochmal angeregt. Also auch das ist etwas, was man sich so ein- bis zweimal die Woche zusätzlich auch gönnen kann, um diese Reinigungsprozesse eben zusätzlich ein bisschen zu intensivieren. Der nächste Schritt, nachdem ihr das Ganze mit Wasser abgenommen habt, ist unser Tonic. Das ist jetzt ein Produkt, was ihr auf den Wattepad aufgebt und damit euer Gesicht abtupft oder sanft abreibt. Die Idee hinter dem Tonic ist, dass man nochmal gegebenenfalls letzte Reste der Reinigung mit runternimmt. Aber hauptsächlich ist die Idee, dass man die Haut eben hydratisiert, dass man sie erfrischt und dass man sie eben aufnahmefähig macht für die nachfolgende Pflege. Das ist im Übrigen auch ein super tolles Produkt im Sommer. Auch da wieder die Empfehlung im Drogeriemarkt. Da gibt's so kleine Leerfläschchen, so Sprühfläschchen. Das ist in dem Bereich, wo es auch diese ganzen Leerdöschen für den Flieger gibt. Und da kann man einfach mal ein bisschen von dem Tonic einfüllen und dann das Ganze im Sommer zur Erfrischung nutzen. Das ist auch eine ganz, ganz
coole Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also das sind so die zwei Schritte, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Wenn man diese Pflegeroutine noch nicht gewohnt ist, dann ist das am Anfang sicherlich mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber ihr werdet wirklich spüren, dass es eurer Haut gut tut. Also dieser Reinigungsprozess, wenn man dann die ganzen Verschmutzungen des Tages, das ganze Make-up, die ganzen Luftverschmutzungen, den Schweiß, den Teig, wenn man den dann runtergewaschen hat, dann werdet ihr wirklich merken, wie die Haut aufatmet. Und dann macht es einfach auch Spaß, danach die nachfolgende Pflege aufzutragen, weil man eben weiß, dass man seiner Haut in dem Moment etwas Gutes tut. Gut. So, dann schauen wir jetzt mal zwischenrein in die Fragen. Und da ist auch schon die erste Frage, die sehr, sehr oft kommt. Wie sieht es aus mit Konservierungsstoffen? Das ist, ja, wie gesagt, eine Frage, die wir sehr häufig gestellt bekommen. Und das ist ein Thema, was man sich ganzheitlicher anschauen muss. Das hängt nicht nur mit dem Thema Konservierungsstoffe zusammen, sondern es hängt generell mit der Thematik, welche Inhaltsstoffe werden verwendet, zusammen. Wir versuchen natürlich, unsere Produkte so natürlich wie möglich zu produzieren. Das heißt, wir versuchen, möglichst natürliche Rohstoffe zu verwenden. Das macht aber nicht immer Sinn. Ein klassisches Beispiel ist auch hier wieder die Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein Stoff, der in der Natur nicht sehr häufig vorkommt und der, wenn wir ihn aus natürlichen Quellen einsetzen würden, aus einer tierischen Rohstoffquelle stammen würde. Denn Hyaluronsäure ist etwas, was in Hahnenkämmen vorkommt, also die Kämme von Hähnen. Und da haben wir ganz klar eine Grenze gezogen, denn wir sagen ganz klar, wenn wir Produkte nicht an Tieren testen, dann möchten wir auch keine tierischen Rohstoffe in unseren Produkten einsetzen. Und deswegen setzen wir Hyaluronsäure beispielsweise aus naturidentisch gewonnenen Verfahren her. Das heißt, die Hyaluronsäure wird in ihrer chemischen Struktur im Labor nachgebaut und dann eben in die Produkte eingesetzt. Also ihr seht, es ist nicht immer per se möglich, alle Rohstoffe aus natürlichen Quellen zu gewinnen. Da, wo es möglich ist und da, wo es auch sinnvoll ist, machen wir das, aber es ist einfach nicht in allen Fällen der Fall. Dazu kommt, auch wenn man sich mal Naturkosmetikprodukte am Markt anschaut, auch Naturkosmetikprodukte, die eine Zertifizierung haben, dann heißt auch das nicht, dass 100% der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind. Also es gibt Naturkosmetik-Zertifizierungen, die lediglich besagen, 90% oder 95% der Inhaltsstoffe müssen natürlichen Ursprungs sein. Der Rest darf aber auch hier wieder synthetisch sein. Also das heißt, auch hier ist Naturkosmetik nicht zwingend 100% Naturkosmetik. Also ihr seht, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Feld und wir formulieren unsere Produkte eben so, dass wir verantwortungsvoll mit den Rohstoffen umgehen, dass sie in der Gesamtrezeptur Sinn machen, dass sie natürlich dann auch ihre Resultate zeigen und da, wo es möglich ist, setzen wir auch vorwiegend natürliche Rohstoffe ein. In dem Zusammenhang kommt dann eben auch immer wieder das Thema, wie sieht es mit Konservierungsstoffen aus? Auch da sind wir ganz klar der Auffassung, dass die Produkte für uns, für unsere Kunden, für die Konsumenten eben sicher sein müssen. Und da ist es in sehr, sehr vielen Fällen eben so, dass wir Kosmetikprodukte konservieren müssen. Es gibt zwei Arten von Kosmetikformulierungen. Es gibt die sogenannten Öl-in-Wasser-Formulierungen. Das heißt, der Hauptbestandteil der Formulierung ist wässrig und es sind ölige Komponenten enthalten. Das sind eben so die typischen klassischen Cremes. Es gibt aber auch Wasser in Ölformulierung. Das sind dann so diese typischen klassischen fetthaltigen Produkte, Lippenpflegestifte zum Beispiel. Da ist es so, dass der weitaus höhere Anteil eben aus Ölkomponenten besteht und nur ein kleiner Teil aus wässrigen Komponenten. Das, was wir eben in unserem Produktportfolio haben, sind Öl-in-Wasser-Formulierungen und die erfordern es eben bei gewissen Formulierungen, dass wir eine Konservierung verwenden. Und wir haben uns
hier mitunter auf die klassische Formulierung mit Parabenen konzentriert, ganz einfach mit dem Hintergrund, dass Parabene seit über 80 Jahren in der Kosmetikindustrie als Konservierungsstoffe eingesetzt werden. Die Inhalts- oder die Parabene sind wirklich einmal rauf und einmal runter untersucht worden von ganz, ganz vielen Instituten und es wurde mehrfach belegt, dass es keine toxikologischen Effekte bei diesen Parabenen gibt, dass sie praktisch nicht kanzerogen sind, nicht mutagen sind und sie ermöglichen es uns eben auch, dass wir sie in einem sehr, sehr geringen Maße einsetzen können. Das heißt, der Anteil der Konservierung am Gesamtprodukt ist wirklich sehr, sehr gering, liegt im unteren einstelligen Bereich und das bedeutet eben, dass es keine negativen Effekte auf die Haut eben hat. Es gibt, wir wissen, dass Parabene immer mal wieder in den Medien rauf und runter diskutiert werden, ob sie denn jetzt gut für einen sind oder nicht. Es gibt aktuell einen Trend, den wir so ein bisschen, ja, den wir beobachten, den wir ganz deutlich gesagt nicht für gut befinden. Also dieser Trend geht eben mittlerweile dahin, dass wenn man mal in die Parfümerien oder in die Drogeriemärkte geht, mittlerweile auf ganz vielen Produkten eben aufgebracht ist, dass das Produkt parabenfrei konserviert wurde. Das heißt, dem Kunden wird hier mitunter suggeriert, dass es A, konservierungsmittelfrei ist. Und ihm wird aber gleichzeitig nicht gesagt, dass das Produkt mit anderen Inhaltsstoffen konserviert wird stattdessen. Und das sind dann eben Inhaltsstoffe, die in den Medien noch nicht so bekannt sind. Das heißt, es sind neuere Inhaltsstoffe, neuere Konservierungsstoffe, die jetzt erst in den letzten Jahren an den Markt gekommen sind, von denen man einfach noch gar nicht weiß, was tun die mit der Haut, was tun die gegebenenfalls mit dem Körper. Und von daher ist es so ein bisschen so ein Trend, den wir so ein bisschen mit gemischten Gefühlen sehen. Das heißt, wir setzen aus diesem Grund eben auf die klassische Konservierung, wenn es denn notwendig ist. Und das ermöglicht uns eben eine Konservierung, die eben sehr, sehr gering gehalten ist und von der wir auch wissen, dass sie keine bis kaum Reaktionen auf der Haut zeigt. Gut, dann die nächste Frage noch gleich dazwischen. Wird es einmal ein Make-up geben? Auch das ist etwas, was hin und wieder aufkommt. Also wir werden ganz bewusst kein Make-up bringen, denn unsere Kernkompetenz ist ganz klar das Thema NTC. Das heißt, wir möchten Nährstoffe dem Körper zur Verfügung stellen. Und Make-up ist ja etwas, was wir auf der Haut auflagern. Und von daher können wir hier keinen Mehrwert mit unserem NTC bieten. Und deswegen wird es auch kein Make-up hier geben. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Wir haben jetzt die Reinigung besprochen. Das heißt, das ist die Basis für eine gute und effektive Hautpflege. Und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr das bisher noch nicht so gehandhabt habt, probiert es einfach mal aus. Gönnt euch dieses Erlebnis einer reinen, erfrischten, klaren Haut und die nachfolgende Pflege kann dann einfach umso besser aufgetragen werden. Als nachfolgende Pflege habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir mal so eine Art Optimalset für die Haut bilden, also so wie wir den Power-Cocktail und den Rest des Restaurants haben, haben wir natürlich auch eine Art Optimalset für die Haut. Und das besteht dann natürlich in einem ersten Schritt aus unseren beiden Reinigungsprodukten und in einem zweiten Schritt aus der nachfolgenden Pflege. Und da haben wir eben je nach Hauttyp, je nach Hautbedürfnis verschiedene Produkte. Das heißt, wir haben einmal natürlich ganz klar unsere Forever. Und das ist unsere klassische Anti-Aging-Linie. Das heißt, das ist so ein Produkt, was wir bereits so ab dem 30., 35. Lebensjahr empfehlen, gegen die typischen 8 Zeichen der Hautalterung. Also ich hatte ja vorhin, wie wir über dieses Thema Zellregeneration, Hautalterung gesprochen haben, hatte ich es ja schon mal angeschnitten, dass sich einfach unsere Haut im Laufe des Alterungsprozesses verändert. Das heißt, die Kollagen- und Elastinbildung lässt nach, die Poren vergrößern sich, wir haben weniger Feuchtigkeit in unserer Haut, es fangen sich an, Falten zu bilden, Pigmentflecken verstärken sich, all das sind so diese typischen Zeichen der Hautalterung und genau dagegen arbeitet unsere Forever.
Und das ist das Produkt eben mit mittel- und langfristigen Resultaten. Das heißt, hier ist die Idee, die Haut wirklich von Grund herauf zu regenerieren und zu restrukturieren. Und das eben aus der Tiefe heraus. Das Produkt wird morgens und abends angewandt, nach der Reinigung einfach auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgetragen. Ja, auch das ist wieder etwas, was ein sehr samtig, zartes Hautgefühl hinterlässt und wo wir auch ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen, auch wieder hier mit Vorher-Nachher-Bildern, wo die Leute uns wirklich das Feedback geben, ich sehe und ich spüre und ich erlebe einfach, dass meine Haut sich verbessert, dass sie einfach wieder mehr Strahlkraft hat, dass Fältchen zurückgehen, dass sie ebenmäßiger aussieht, dass sie wieder feinporiger, wieder gleichmäßiger aussieht. Und das ist natürlich all das, was eine jugendliche, eine jüngere Haut eben noch zu bieten hat. Das heißt also, das Optimalset für die Haut ab 30 besteht also hier in diesem Zusammenhang aus unserer Reinigung und der Forever. Eine zweite Variante, wenn jemand sagt, ich habe eine sehr sensible Haut, ich habe eine sehr empfindliche Haut oder auch ich habe eine Haut, die jetzt noch keine Anti-Aging-Pflege rechtfertigt, da haben wir aus unserer Medlinie das Q10 Oxy Repair Face. Und das ist etwas, was ja, wie gesagt, für eine sehr trockene, sensible Haut gedacht ist, die zu Irritationen neigt, die zu Rötungen neigt. Auch gerade wenn ihr mit Juckreiz zu kämpfen habt, ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Q10 Oxy Repair deshalb, weil dieses Produkt hauptsächlich auf zwei Inhaltsstoffen aufgebaut ist, nämlich einmal Q10 und einmal molekularen Sauerstoff. Und das ist ein Produkt, da müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen, was aus einem anderen Produkt entstanden ist. Denn das erste Produkt, was wir innerhalb unserer Medlinie im Sortiment hatten, ist unser Q10 Oxy Repair Intensive. Die Medlinie, oder lasst mich noch mal ein ganzes Stückchen zurückgehen. Kosmetik im klassischen Sinn bedeutet die Aufrechterhaltung eines guten Zustandes der Haut. Das heißt, hier geht es wirklich um die Pflege der Haut. Und wir haben mit dem Q10 Oxy Repair Intensive ein Produkt entwickelt, was so einen kleinen Ticken darüber hinausgeht, also was so einen gewissen therapeutischen Ansatz hat. Und das war letztlich auch die Geburtsstunde unserer Medlinie. Und das ist so ein typisches Akut- oder SOS-Produkt. Also das heißt, wenn ihr kleinere Schnittwunden habt, Schürfwunden habt, Mückenstiche, irritierte Haut, juckende Haut, gerötete Haut, dann ist das wirklich das Produkt der ersten Wahl. Ich habe das überall dabei. Also bei mir ist es in der Handtasche ganz fest in meinem Mäppchen drin, weil ich es auch wirklich regelmäßig im Einsatz habe. Und wenn ihr das Produkt das erste Mal verwendet, dann muss das aktiviert werden. Der Hintergrund ist hier, also wir haben die Erfahrung gemacht damals, als wir in die Produktentwicklung gegangen sind, dass es Menschen gab, die von Feedline, von der Nahrungsergänzung, das Q10 verwendet haben und es auf die Haut aufgetragen haben. Jetzt ist es so, dass es letztlich ein Nahrungsergänzungsprodukt und kein Kosmetikprodukt ist. Das Ganze war eine sehr poppische, klebrische Angelegenheit. Und wir haben uns aber die Frage gestellt, wenn das so gut funktioniert, wie können wir dieses Q10 in ein Kosmetikprodukt einarbeiten und eben der Haut genauso zur Verfügung stellen, nur eben mit dem Goodie dazu, dass es letztlich auch ein Kosmetikprodukt ist, sprich, es zieht schnell in die Haut ein, es fühlt sich gut auf der Haut an. Und das war letztlich die Geburtsstunde dieses Q10 Oxy Repair Intensive. Das heißt, es ist eine Kombination aus Microsoft Q10 und molekularem Sauerstoff. Und die Idee dahinter ist einfach, dass es einen positiven Einfluss hat auf die Zellatmung, auf die Regeneration neuer Hautzellen. Denn gerade wenn ich eben die Herausforderung habe, dass ich eine Schürfwunde habe, dass ich eine Schnittwunde habe, dann müssen da eben zügig neue Hautzellen gebildet werden. Und genau das wird durch das Q10 und durch den molekularen Sauerstoff eben gefördert. Wenn ihr das Produkt, wie gesagt, das erste Mal benutzt, dann müsst ihr das aktivieren. Ihr seht hier in diesem kleinen Sichtfeld,
Sichtfeld seht ihr die gelbliche Formulierung. Wenn ihr das Produkt das erste Mal aus der Verpackung nehmt, dann ist das, was ihr hier gelb seht, weiß. Hintergrund ist der, dass die beiden Phasen das Produkt noch voneinander getrennt sind. Das heißt, wir haben hier in einem unteren Behälter befindet sich das Microsurf Q10 und hier in dem oberen Bereich befindet sich die Basisformulierung mit dem molekularen Sauerstoff. Das heißt, ihr dreht das Produkt einmal auf den Kopf. Hier ist so ein kleiner Soft-Button, der wird einmal eingedrückt. Dadurch gelangt das Q10 in die Basisformulierung. Das Ganze wird einmal durch kräftiges Schütteln aktiviert und dann erhaltet ihr diese Formulierung, diese Konsistenz. Und der ein oder andere von euch kennt vielleicht das Microsolve-Video mit den drei Gläsern, was wir im Januar auch schon gezeigt haben, das mittlerweile auch auf Facebook oder auf YouTube auch zur Verfügung steht. Und das ist genau ein ähnliches Demo-Produkt. Das heißt, wenn ihr dieses Produkt einmal aktiviert habt, dann wird das in dieser Konsistenz und in dieser Formulierung bleiben. Das heißt, es wird keine Phasentrennung stattfinden. Und das funktioniert eben ähnlich wie das Beispiel mit den Gläsern, wo ich eben Q10 oder Omega-3 in Wasser gebe, umrühre. Auch da habe ich eben eine homogene Mischung, die bestehen bleibt und nicht wie bei herkömmlichen Q10 oder herkömmlichen Omega-3 sich die Phasen wieder voneinander trennen. Appliziert wird das Ganze dann eben ganz einfach auch hier wieder, indem ich hinten auf diesen Button drücke. Und wie gesagt, für mich das Produkt, was ich überall dabei habe, gerade wenn es um Thema Mückenstiche, Schnackenstiche, raue Haut, juckende Haut, rissige Haut, irritierte Haut, also so die ganzen kleinen Hautherausforderungen, die man so hat, die werden damit abgedeckt. Da kommt gerade eine Frage rein, ob es ein Verbrauchslimit gibt, also sprich die Frage nach der Mindesthaltbarkeit der Produkte. Die stehen auf jedem Produkt aufgedruckt drauf und zwar, ihr seht es hier, wir bringen das in Form eines Tiegels mit einer Zahl und einem M auf. Das heißt, dieses Produkt ist nach Öffnen 6 Monate haltbar. Wir haben auch Produkte, wie zum Beispiel die Reinigungslotion. Auch da ist dieser Tiegel aufgebracht, der trägt eine 12. Das heißt, dieses Produkt ist 12 Monate nach Öffnen haltbar. Und das findet ihr eben auf jedem unserer Kosmetikprodukte. Ist unter anderem eben auch eine Pflichtangabe. Gut, also wie gesagt, das ist etwas, was ich heiß liebe, überall dabei habe und es kam aufgrund der tollen Resultate, die auch ihr damit habt, relativ schnell die Frage auf, ob wir das eben auch für eine großflächigere Anwendung zur Verfügung stellen. Das ist natürlich hier eine Art Konzentrat für eher kleinflächigere Anwendungen gedacht und daraus basierend ist dann eben die Idee unseres Q10 Oxy Repair Face entstanden. Auch hier ist die Basis wieder das Microsurf Q10 und der molekulare Sauerstoff, kombiniert natürlich auch mit weiteren Inhaltsstoffen, die speziell für eine sehr sensible, eine sehr irritierte, eine sehr sensitive Haut gedacht sind. Also gerade wenn ihr eine sehr trockene Haut habt, ist das wirklich das perfekte Produkt. Kann super auch eben für die Jüngeren verwendet werden, also gerade so im Alter 20, 25, 30, wenn ich auch jetzt dann unbedingt die Herausforderung mit der Haut habe, ist das auch ein ganz, ganz tolles Produkt, wenn ich auch eine normale Haut habe. Auch hier wieder, zieht super schnell in die Haut ein, macht ein sehr zartes, samtig weiches Hautgefühl und ist auch als Bodylotion steht auch als Bodylotion zur Verfügung. Das heißt also auch, wenn man im Körperbereich damit seine Herausforderung hat, haben wir das Ganze auch noch als Bodylotion zur Verfügung, eben eine sehr reichhaltige Lotion, die die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und mit Fett versorgt und so eben wieder eine gute Hautbalance herstellt. So, dann haben wir ein spezielleres Produkt, unsere Clear Skin. Das ist jetzt das Produkt, wenn jemand wirklich mit sehr unreiner Haut zu kämpfen hat, mit Akne zu kämpfen hat. Das hängt einfach damit zusammen, das taucht sehr oft in jungen Jahren auf, das hängt einfach damit zusammen, dass da eine überschießende Teigproduktion eben stattfindet, in Kombination mit einer Verhornung der Haut.
Und dadurch entstehen dann eben, durch oxidative Prozesse, entstehen dann eben diese entzündlichen Pusteln auf der Haut. Und wir arbeiten hier bei unserer Clear Skin mit einer innovativen Kombination aus Urea, Rosmarin und Silber. Das heißt, wir sorgen dafür, dass diese Oxidationsprozesse auf der Haut eben nicht stattfinden, dass wir anti-entzündliche Inhaltsstoffe hier eben einsetzen, die diese Entzündungsreaktion unterbinden, aber gleichzeitig eben diese natürlichen Prozesse, die in der Haut ablaufen, eben nicht unterbunden werden. Das ist nämlich ein ganz, ganz großes Problem, was es bei diesen typischen Akne-Produkten gibt, die es am Markt gibt. Die arbeiten sehr oft mit austrocknenden Inhaltsstoffen. Ein klassisches Beispiel ist Salicylsäure, was zu einem ersten Schritt sehr, sehr schnell zu Resultaten führt, denn durch diese austrocknenden Inhaltsstoffe wird diese überschießende Teigproduktion eben unterbunden, wodurch dann auch hier wieder eben keine oxidativen Prozesse ablaufen und dadurch bessert sich die Haut im ersten Schritt tatsächlich relativ schnell. Allerdings merkt die Haut dann in dem zweiten Schritt, dass sie eben extrem trocken ist durch diese austrocknenden Inhaltsstoffe und fängt dann eben umso mehr an, Teig nachzuproduzieren, und man gelangt eben in so eine Art Teufelskreislauf. Und das umgehen wir eben, indem wir diese natürlichen Prozesse der Haut, die in diesen jungen Jahren eben ablaufen, nicht unterbinden, sondern wir greifen genau da an, wo die Probleme nämlich in dem Moment entstehen auf der Haut, nämlich durch diese überschießende Teigproduktion in Kombination mit der Verhornung und diesen oxidativen Prozessen, die da ablaufen. Und damit gehen wir eben mit dem Rosmarin, dem Silber und dem Urea ran, in Kombination natürlich hier immer wieder mit unserem NTC. Gut, dann, also das sind jetzt unsere drei Hautpflegecremes, die wir eben für die verschiedenen Hautbereiche, Altersbereiche anbieten. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wir haben einmal unsere Forever für den klassischen Anti-Aging-Bereich ab 30, 35 Jahren. Wenn ich also wirklich sage, ich möchte mehr für meine Haut tun, ich möchte meine Haut regenerieren, restrukturieren. Wir haben unsere, wir haben unsere Face für eine sehr sensible, irritierte, raue, trockene Haut, gerne aber auch natürlich für die jüngere Haut. Und wir haben unsere Clear Skin, gerade für die Jugendlichen, die eben mit Unreinheiten und mit Pickelchen zu kämpfen haben. Und das eben könnt ihr kombinieren mit unseren beiden Reinigungsprodukten. Und dann seid ihr, wie bei dem Optimalset von der Fitline Nahrungsergänzung, wirklich perfekt aufgestellt. Gut, dann haben wir damit mal so eine Basispflege abgehandelt und ich möchte jetzt noch gerne auf das ein oder andere Produkt noch mal zu sprechen kommen. Und ich hatte euch ja am Anfang auch gesagt, dass ich euch noch so ein paar vertriebliche Ideen mit auf den Weg geben möchte, denn ich weiß, dass die meisten von euch über die Fitline Nahrungsergänzung zu uns und zu unseren Produkten gekommen sind und dann vielleicht das ein oder andere Kosmetikprodukt für sich entdeckt haben, aber bisher noch nicht so sich getraut haben oder auch nicht die Erfahrung hatten, die Produkte in die tägliche Arbeit mit einzubringen. Und ich möchte euch gerne so ein bisschen versuchen, die Bedenken, die Ängste zu nehmen, denn Kosmetik ist eigentlich ein Thema, was super einfach ist. Manchmal sogar einfacher als die Nahrungsergänzung, denn wenn ihr mal in euer eigenes Badezimmer schaut, dann werdet ihr sehen, dass dort eine Unmenge an Kosmetikprodukten steht und das geht jedem von uns so. Das heißt, wir haben hier schon eine bestehende Routine, das heißt, jeder von uns verwendet Kosmetikprodukte, allerdings noch die falschen, und das ist ja unser Ziel, das Ganze zu ändern. Das heißt, ihr habt hier eine bestehende Routine und es geht letztlich nur darum, die Produkte auszutauschen. Bei der Nahrungsergänzung ist es manchmal so, dass ihr einen neuen Kunden und neuen Interessenten erstmal davon überzeugen müsst, warum es Sinn macht und warum es sinnvoll ist, Nahrungsergänzungsprodukte zu sich zu nehmen. Das heißt, hier muss der Kunde erstmal bereit sein, einen gewissen Geldbetrag zusätzlich in die Hand zu nehmen. Das heißt, zusätzlich zu etwas, was er bisher noch gar nicht getan hat. Das heißt, der Schritt
in die Kosmetik ist zunächst einmal eigentlich viel, viel einfacher. Ein guter Eintritt in das Geschäft mit der Kosmetik ist oftmals, wenn man bestehende Fitline-Nahrungsergänzungskunden hat, dass man eben in einem nachfolgenden Gespräch dann dem Kunden auch mal die kleine Produktbroschüre zum Beispiel hinlegt, vielleicht auch das ein oder andere Produkt dabei hat und den Kunden einfach mal darauf aufmerksam macht, dass es neben der Nahrungsergänzung eben auch Kosmetikprodukte gibt, also zu sagen, lieber Kunde, du hast ja jetzt schon super Erfahrungen gemacht mit unserem Optimalset. Schau mal hier, wir haben auch noch Kosmetikprodukte, die genau mit demselben Nährstofftransportkonzept arbeiten, wie das, was du jetzt in der Nahrungsergänzung erlebt hast. Ich habe dir beispielsweise mal die Forever mitgebracht. Trag sie dir mal auf, schnupper mal rein, spür mal, wie sie sich anfühlt. Hast du Lust, die das jetzt für die nächsten 30 Tage auszuprobieren, völlig ohne Risiko, und schon seid ihr im Gespräch. Ein gutes Einstiegsprodukt ist auch immer die Handcreme. Also selbst wenn ein Interessent oder ein Kunde nicht bereit ist, eine Gesichtscreme auszuprobieren, weil er vielleicht im ersten Moment sagt, ich habe für mich die perfekte Pflege schon gefunden, ich möchte eigentlich gar nichts mehr ausprobieren, eine gute Handcreme ist da immer eine gute Alternative, weil viele noch auf der Suche nach einer wirklich effektiven, schnell einziehenden, guten Handcreme sind. Und da kann ich euch auch hier wieder nur unsere Q10 Oxy Repair Hands ans Herz legen. Auch das ist wieder etwas, was aus der guten Erfahrung der anderen drei Produkte eben resultiert ist, wo wir gesagt haben, gerade die Hände, das ist ja etwas, wo man zum einen das Alter direkt sieht, also selbst wenn man sein Gesicht und das Hals und das Dekolleté sehr gut pflegt, die Hände lügen nicht. Und sie sind auch sehr vielen mechanischen Beanspruchungen während des Tages ausgelegt. Wir waschen sehr oft die Hände, das heißt, sie sind auch hier. Hier wird auch sehr oft der Hautschutzmantel der Haut eben aufgelöst oder angelöst. Und von daher ist es eben wichtig, dass man auch hier wirklich mit einer guten, effektiven Pflege dagegen arbeitet, die Haut wieder optimal versorgt. Und das Wichtige eben bei einer Handcreme ist, dass sie eben super schnell einzieht. Und das können nur sehr, sehr wenige. Wir haben es geschafft. Und von daher ist das auch immer ein sehr, sehr gutes Produkt, um die Menschen einfach mal testen zu lassen. Im Übrigen auch immer ein sehr schönes Mitbringsel. Der typische Spruch ist, es muss nicht immer das 99. IKEA-Windlicht sein, sondern es darf auch gerne mal ein Geschenk aus unserem eigenen Geschäft sein. Und die Handcreme ist da ja ein sehr günstiger Vertreter. Also auch das ist immer mal eine schöne und nette Idee, jemanden als Gastgeschenk mitzubringen und so auch neugierig zu machen auf das eigene Geschäft. Ja, und wenn man das jetzt einfach mal hochrechnet, wenn man jetzt einfach mal in sein Team schaut und sich mal einen Plan macht, jetzt die nächsten Tage und Wochen nach und nach mal all diejenigen im Team zu kontaktieren, die vielleicht noch nicht über die Kosmetik Bescheid wissen, die noch nicht die Produkte verwenden oder vielleicht schon Produkte verwenden, aber andere noch nicht kennen, dann kann man sich ja mal hochrechnen, was natürlich so ein zusätzlicher Umsatz im eigenen Team bedeutet. Ihr habt natürlich mit dem Optimalset habt ihr ein sehr stabiles Geschäft. Also wir haben hier ein Optimalset, was ich innerhalb eines Monats verbraucht mit den 100 Punkten. Ihr wisst genau, der Kunde kauft im nächsten Monat nach, hat natürlich eine Stabilität. Aber auch wir haben die Erfahrung gemacht im Kosmetikbereich, zum Beispiel gerade mit der Forever. Das ist ein Produkt, was ich, wenn ich es regelmäßig morgens und abends anwende, bei mir ist das nach einem Monat leer. Das heißt, auch das kaufe ich dadurch nach und das ist ein Produkt, was 50 Punkte hat. Und wenn man das jetzt einfach mal in seinem Team hochrechnet, der ein oder andere, der das Produkt nutzt, der das auch regelmäßig nachkauft, dann bedeutet das natürlich auch ein zusätzlicher Umsatz. Aber selbst wenn es eben nicht die Forever mit einem monatlichen Nachkauf ist, sondern wenn es eben nur eine Handcreme ist oder wenn es eben nur mal ein Intensive ist, das vielleicht ein Kunde nur alle 2 oder 3 Monate nachkauft, das ist ein zusätzlicher Umsatz. Und deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch mal die Chance zu geben, die Produkte selbst kennenzulernen, selbst die Erfahrung zu machen und diese Begeisterung dann letztlich auch zu teilen. Und ein sehr, sehr gutes Tool, was wir in diesem Zusammenhang auch anbieten,
was ich euch auch ans Herz legen kann, ist unsere Fitline-App. So, jetzt will er ein Update. Da sind wir. Die Fitline-App ist etwas, was wir kostenlos von Firmenseite euch zur Verfügung stellen. Ihr findet es zum einen im Google Play Store und auch im Apple Store. Das heißt, geht einfach in den Store rein, gebt den Namen Fitline an und schon landet ihr bei der App. Ihr könnt das Ganze dann kostenlos downloaden. Und über diese App habt ihr die Möglichkeit, Vorher-Nachher-Bilder zu erstellen. Das heißt, wenn ihr in die Erfahrungen reingeht oder beziehungsweise in die Resultate reingeht, dann habt ihr hier eine ganze Palette an Produkten, wo wir mit Vorher-Nachher-Bildern arbeiten. Und das ist etwas, wo wir wirklich die Erfahrung gemacht haben, dass zusätzlich zu den Erzählungen, zu den Erfahrungsberichten, die die Menschen haben, natürlich Bilder mehr sagen als 1000 Worte. Und das Produkt, was perfekt natürlich dafür geeignet ist und was das Ganze auch losgetreten hat, ist natürlich unser Ultimate Young. Und das ist etwas, was wir auch einsetzen, um dieses Thema Nährstofftransportkonzept den Menschen zu veranschaulichen. Also ihr kennt, viele von euch kennen das sicherlich aus unserer Arbeitsmethode Use Talk Demo mit dem Demo-Bag, weil wir lange Jahre nach der Suche oder auf der Suche waren nach einem Produkt, was ähnlich wie das ActiVice super schnelle Resultate zeigt. Also ihr wisst ja, mit dem ActiVice haben wir einen Energieboost innerhalb von 5 bis 7 Minuten. Und das Ultimate Young ist eben das Äquivalent dazu, indem wir innerhalb von 3 Minuten wirklich Fältchen reduzieren und das für 6 bis 8 Stunden. Das heißt, es ist unser 3 Minuten Lifting als 2-Phasen-Elixier in einem Flakon. Und auch das ist ein Produkt, was sehr einfach anzuwenden ist. Ihr aktiviert das Produkt vor jeder Anwendung. Das ist nicht wie bei dem Q10 Oxy Repair Intensive einmalig, sondern ihr müsst das Produkt wirklich vor jeder Anwendung aktivieren, indem ihr das Ganze einmal kurz schüttet. Danach handhabe ich es immer so, dass ich mir ein bisschen von dem Produkt auf den Handrücken auftrage. Und ihr seht auch hier schon diese leicht bräunliche Farbe, das ist unser sogenannter Skin Tone Matcher. Das heißt, dieser Skin Tone Matcher sorgt dafür, dass sich das Produkt wirklich perfekt dem individuellen Hautton anpasst. Und das Ganze wird jetzt eben so aufgetragen, dass ich mir das von meiner Hand abnehme und dann eben auf die gewünschten Hautstellen auftrage. Auftragen tue ich das Ganze, indem ich es mit dem Finger auftupfe. Das Auftupfen ist deshalb wichtig, weil das ein Produkt ist, dadurch, dass das ein optischer Faltenkiller ist, kann ich dieses Produkt über das Make-up auftragen. Das heißt, das ist das Produkt, was ihr als allerletzten Schritt auftragt. Wenn ihr nur eine Gesichtscreme verwendet, dann kommt es über die Creme. Wenn ihr als Frau Make-up verwendet, dann wird es über das Make-up aufgetragen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass ihr das Ganze nur auftupft und nicht eben wie eine Creme klassischerweise einmassiert. Ihr könnt es rund um die Augenpartie anwenden, Stirnfalte, hier diese typischen Zornesfältchen, Nasolabialfalten, Hals, Dekolleté, überall dort, wo eben Fältchen reduziert werden möchte, wo ihr Falten reduzieren möchtet, so rum. Und wichtig ist, nachdem ihr das Ganze aufgetragen habt, dass ihr 3 Minuten die Mimik unbeweglich haltet, damit eben das Produkt seine volle Wirkung eben entfalten kann. Und danach hält das Ganze eben 6 bis 8 Stunden. Ich habe auch schon gutes Feedback bekommen von Leuten, die mir sagen, ich möchte es gerne großflächiger anwenden, eben nicht nur speziell Augen oder Stirn oder Nasolabialfalten, sondern wirklich komplett über das komplette Gesicht. Auch da kann ich den Tipp gerne weitergeben, dass ihr einfach eure Gesichtspflege nehmt, zum Beispiel wenn ihr die Forever nehmt, gebt eure normale Menge an Forever auf die Hand, 2, 3, 4 Tropfen von dem Ultimate Young dazu, das müsst ihr einfach ausprobieren, was die richtige Menge für euch ist, mischt das Ganze auf der Hand durch und tragt das Ganze dann eben großflächig auf die Haut auf. Der Effekt ist natürlich nicht ganz so stark, wie wenn ich das Ganze pur auftrage, aber der Effekt ist trotzdem da. Und wie gesagt, wir haben sehr viele Vertriebspartner, sehr viele Konsumenten, die das Ganze so handhaben. Und von daher möchte ich euch diesen Tipp auch gerne natürlich weitergeben. Ja, wir sind ein bisschen abgekommen von dem Thema App.
Wie gesagt, ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr mit euren Kunden, mit euren Interessenten arbeitet, dann arbeitet auch mit dieser App, erstellt vor der Anwendung der Produkte ein Vorherbild, dann danach ein Nachherbild, weil wir einfach auch die Erfahrung gemacht haben, dass man wirklich die Effekte, die Resultate deutlicher sieht. Also beim Ultimate Young sowieso, also gerade diese 3 Minuten, das ist eine super einfache Sache, aber gerade bei den Produkten, die einfach ein bisschen länger brauchen, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal in Richtung CC-Zell schauen, das ist etwas, was wir als Produktkombination mit der Nahrungsergänzung anbieten. Das heißt, wir haben zum einen Kapseln, zum anderen eben die Lotion. Und das sind 2 Produkte, die so gegen diese unschöne Steppdeckenstruktur arbeiten, die wir Frauen eben so oftmals im Bereich von Po, Hüfte und Oberschenkel zu bekämpfen haben. Und da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, diese beiden Produkte, die benötigen einen gewissen Zeitraum, um Resultate zeigen zu können. Und da ist es einfach super effektiv, wenn man ein Vorherbild hat, wenn man ein Nachherbild hat, weil im Spiegel sieht man das einfach nach 4 oder 6 oder 8 Wochen nicht so, was ich getan habe. Da steht man vielleicht vorm Spiegel und denkt, ist ja immer noch da. Aber wenn man sich die Vorherbilder und die Nachherbilder dann im Vergleich ansieht, dann sieht man, dass das ganze Problem vielleicht noch nicht komplett verschwunden ist, aber dass es schon deutlich besser geworden ist. Und das ist natürlich etwas, was immens wichtig ist, auch für die Person selber, dass sie dann eben auch die Motivation hat, die Produkte weiter zu verwenden. Gut, dann haben wir schon fast 20 Uhr. Ich schaue noch mal ganz kurz in eure Fragen rein. Da haben wir auch noch so eine typische Frage. Meine Frau sagt, die Forever reicht ihr nicht, die Haut spannt. Da ist es immer ein guter Tipp. Es kann natürlich sein, dass jemand eine sehr, sehr trockene Haut hat und dann vielleicht mit der Forever nicht klarkommt. Das kann zum einen daran liegen, dass die Haut generell einfach zu trocken ist. Da ist es dann einfach ein guter Tipp, das Ganze mit dem Serum zu kombinieren. Wir haben ein 12-Stunden-Aktivserum im Sortiment. Das ist etwas, was man prima mit jeder unserer anderen Pflegecremes auch kombinieren kann. Also zum Beispiel mit der Q10 Oxy Repair Face. Das wird nach der Reinigung und nach dem Tonic 2 Pumpstöße auf die Hand aufgetragen, im Gesicht verteilt, gleichmäßig aufgetragen, kurz einwirken lassen und dann die Creme drüber. Ist einfach nochmal so ein Feuchtigkeitsbooster, gerade für diejenigen, die sagen, mir reicht die Pflegecreme nicht. Wie gesagt, kann dann eben damit zusammenhängen, dass man einfach generell eine sehr trockene Haut hat. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, und das ist auch etwas, was ich immer wieder merke, gerade bei den Wechseln zwischen den Jahreszeiten. Also dieses typische vom Winter in den Frühjahr rein oder vom Herbst in den Winter rein. Da stellt sich auch die Haut einfach so ein bisschen um. Und da können auch einfach mal so 2, 3, 4 Wochen sein, wo man einfach merkt, die Haut verändert sich, sie wird einfach trockener. Und auch da ist es immer eine gute Sache, das Ganze mal so kurmäßig anzuwenden. Auch das ist ein Produkt, was sich monatlich verbraucht. Also das heißt, bei 2 Pumpstößen morgens und abends ist das Produkt nach einem Monat leer. Ist also super gut geeignet für eine sehr sensible, ist also super gut geeignet, wenn man eine sehr trockene Haut hat, die man einfach nochmal so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgen möchte, der man einfach nochmal so einen extra Kick an Pflege geben möchte. So. Ja, super, da ist ja schon mal ein positives Feedback. Wir geben die Fitline Skin nicht mehr her. Und dank Anja nutzen wir es jetzt alle ganz fleißig mit Begeisterung. Die 30-Tage-Probe ist einfach eine gute Idee für Menschen zum Testen. Also das ist letztlich wirklich genau das, was ich euch ans Herz legen kann. Ja, dann zum Abschluss vielleicht noch ganz schnell die letzte Frage hier. Was ist der Unterschied zwischen der Forever und der Tages- und Nachtcreme? Wir haben noch eine Tages- und Nachtcreme im Sortiment. Hier sind die beiden Produkte. Das waren die beiden Produkte, mit denen wir damals ganz, ganz zu Anfang gestartet sind. Und das ist wirklich so diese klassische Unterteilung in eine Tages- und eine Nachtpflege. Das heißt, die Tagespflege ist mehr auf das Thema Schutz für den Tag ausgelegt. Die Nachtcreme ist eher auf dieses Thema Regeneration der Haut während der Nacht ausgelegt. Die Forever ist letztlich ein Kombiprodukt,
das beides liefert. Das heißt, sie schützt über den Tag, sie liefert aber auch die benötigte Regeneration während der Nacht. Und das ist ein Produkt, was letztlich auch aus euren Reihen angefragt wurde, weil es hieß, gibt es da nichts etwas, was mehr convenient ist, was einfacher zu handhaben ist, gerade wenn ich auch unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin. Ich muss keine zwei Tiegel mitschleppen. Und das ist eben das Kombinationsprodukt aus einer Tages- und aus einer Nachtcreme. Gut, und jetzt ganz, ganz schnell noch, da bin ich nämlich gerade eben noch drüber gestolpert. Das ist so eines meiner Geheimfavoriten, die Augencreme. Das ist etwas, was ich euch, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, wirklich ans Herz legen kann. Ich liebe dieses Produkt, weil es eben Fältchen wirklich super effektiv reduziert, restrukturiert von innen heraus. Also es ist nicht nur ein optischer Effekt. Ich nutze das ganz gerne auch mal als Maske. Also so einmal die Woche trage ich das einfach so ein bisschen dicker auf, lasse es dann einwirken, nehme es dann mit einem Tuch, tupfe ich mir das Ganze wieder ab. Und das Ganze funktioniert auch super als Lippenpflege. Also auch hier gehe ich einmal die Woche her, nehme meine Zahnbürste, massiere so ein bisschen die Lippenpartie, fördert zum einen die Durchblutung, zum anderen löst es eben aber auch abgestorbene Hautschüppchen ab. Und dann trage ich eben die Lippenpflege auch so ein bisschen dicker auf. Funktioniert super, super gut. Also wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, probiert die Augencreme mal aus. Gut, damit sind wir schon am Ende unserer kleinen Reise durch die Welt der Schönheit. Ich hoffe, ich habe euch die ein oder andere neue Information zu den Produkten geben können, die ein oder andere Idee auch mal ein anderes Produkt auszuprobieren, wenn ihr das bisher noch nicht ausprobiert habt. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass ihr Lust bekommen habt, die Kosmetik nicht nur für euch selber zu verwenden, sondern dass ihr das Ganze auch einfach mal in euer Geschäft mit einarbeitet und in die Empfehlung geht und diese tollen Kosmetikprodukte gemeinsam mit uns in die Welt tragt. Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier bei unserem Zoom-Call dabei wart. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, ich habe einige eurer Fragen beantwortet. Es gingen leider nicht alle, aber ich werde mir die jetzt natürlich aufnotieren und ihr werdet in den nächsten Tagen von mir hören. In dem Sinn, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich, euch bald entweder wieder bei einem Zoom-Call oder bei einer unserer nächsten Veranstaltungen zu sehen. Tschüss, macht's gut!